Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz seit 4 Stunden 53, ich muss schnell meine Aufnahme stoppen. Wir speichern ab. Und ziehen tatsächlich ein. Ich weiß gerade nicht, wie es geht, aber Live-Modus müsste es eigentlich sein. So. Sieht eigentlich schick aus, ne? Wie kann ich denn einen Screenshot machen? Hat sich das geändert? Galerie ist F4. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich hab's vergessen. War das F2? Hm, natürlich nicht. Sie sind da! Sie sind geladen worden! Seht ihr das? Nein, das sind meine, das sind nicht geladen worden. Das waren die, die ich das letzte Mal in die Cloud geholt hatte und aus der Cloud zurückgeholt habe. Ich weiß nicht, wo meine Eumel sind. Ich mag die, muss sie wohl in die Cloud setzen. Leute, es wird dunkel. Es wird dunkel am Umzugstag. Wir haben gar nichts im Garten. Aber schön ist unser Haus. Ich mag's. Drucktaste, maybe. Gute Idee. Nein. Ich guck mal kurz nach. Eigentlich hat man ja irgendwie Steuerung und Kamera. Ach, mehr als das habe ich nicht, ne? Was sind das für Aufnahmen? Man hat eine integrierte Videoaufzeichnung? Ach so, ne, wenn man hier das da oben aufnimmt, okay. Ich meine Tab und dann C. Ach, sowas könnte es gewesen sein. Dein Screenshot kann in der Erinnerungsleiste angezeigt werden. Du findest sie bei der Kamerasteuerung. Ach, wie schön. So, dann mache ich jetzt mal Live-Modus und raus aus Play. Ich meine raus aus Pause. So, das sind Marie und ich habe vergessen, wie unser Sohn heißt. Und wir haben nur noch 895 Simoleons. Marie und Mike Harpes. Und was wollt ihr jetzt? Gar nichts machen. Energie geladen werden. Das schafft er ja von alleine. Höheren Level in der Programmierfähigkeit erreichen. Ja, und jetzt Haus. Ist es dein Haus? Magst du da nicht reingehen? Jetzt sagt mir bloß, ihr denkt, dass das die Haustür ist. Kann ich nicht festlegen, dass das die Haustür ist? Ich muss das, glaube ich, festlegen, ne? Warte mal, ich muss das, glaube ich, im Baumodus machen, oder? Hui, die können da hinten am Haus direkt angeln gehen oder so. Muss ich das vielleicht im Baumodus machen, dass ich festlege, dass das die Haustür ist? Verkaufen, abbrechen. Ging das nicht? Ich kann gar nichts mehr festlegen. Wir konnten doch festlegen, wer durch welche Eingangstür reingehen darf und sowas. Das ging doch alles bei Sims 3. Da konnte man ja sagen, du bist eine Eingang. Ah, das ist bereits die Haustür. Nein, 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 das ist die Gartentür. Du bist die Haustür. Hallo, wieso gehst denn du nicht? Wieso habe ich nicht hier die. Die sagen einfach, das ist keine Haustür. Es sei denn, ich habe sie verkehrt herum eingebaut und deswegen geht sie nicht. Jetzt, geht sie jetzt vielleicht. Kann ich sie jetzt als Haustür festlegen? Ich kann diese Scheißtür nicht als Haustür festlegen. Die sind doch gerade eingezogen, aber ich darf die eigentliche Haustür nicht als Haustür festlegen. Kann mir das jemand erklären? Warte kurz, ich muss einfach wissen, warum das nicht geht. Ich muss sonst einfach die Türen austauschen. Jetzt ist halt das da die Haustür, ich weiß auch nicht. Ich bin enttäuscht. Meine Haustür war viel schöner. Die hat nämlich zum Dings gepasst.
Wehe jetzt, dass das da die Eingangstür ist. Das ist die Eingangstür. Hier geht's rein. Ins Wohnzimmer. Jetzt habe ich sie schief eingebaut. Die war gerade eben eins weiter drüben. Hallo, die war gerade anders, die Tür. Ach, die andere ist größer. Scheibenkleister, jetzt stimmt das ganze Design nicht mehr. Und ist immer noch so. Das ist bereits die Haustür. Ich will aber, dass das hier die Haustür ist. Und ich darf sie auf dieser Seite nicht anklicken und ich weiß nicht, warum nicht. Kann ich die vielleicht drehen? Sorry, Leute. Vielleicht, wenn ich sie so rum einbaue, ist es jetzt die Haustür? Kann ich sie jetzt als Haustür fest... Das verstehe ich nicht. Okay, wir spielen. Pandoli Usenet. Smishy Yafana. Abimi Shrozis. Niloy. Ich hab was vergessen. Das ist ja noch ein Kind. Das ist ja kein Teenager. Der braucht ja wenigstens 3 Spielsachen oder sowas. Der hat ja gar keine. Was bin ich für eine Rabenmutter? Was bin ich für eine Rabenmutter? Der kriegt den Riesendino. Kann er denn überhaupt mit dem spielen? Ach so, guck, der kriegt das Pferd. Und ein Auto. Und den Hubschrauber oder hier die Actionfigur. Was macht er denn mit so Riesendingern? Und eine Gitarre kriegt dafür mehr, eine Kindergeige. Wunderkindgeige. Kreativfähigkeit nur für Kinder. Spaß 3. Kreativkunsttisch. Anfängerset Nachwuchszauber. Mentalfähigkeit nur für Kinder. Spaß 6. Ups, das ist ja ein Riesending. Das will ich haben. So. So, dann haben wir da mal was Spaßiges. Weiter geht's. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass das Kind was braucht und wir werden verhungern. Schumba Smurgos. Sarzo Slufa. Ach so, verdammt. Basuki. Frona Snowshi. Ich hab recht. Ich hab nicht eine Lampe im Haus angebracht. Nicht eine einzige. Und wir haben nur noch 615 Missimolions. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Verkaufen. Wegtun. Wir schmeißen ein paar Fenster raus. Boah, ich hab echt nicht dran gedacht, dass wir keine Lampen drin haben. Ach ja, das ist lang her, dass ich mal ein Haus ganz von vorne eingerichtet hatte, weil ich ja danach nur immer an dem gleichen Haus gebastelt habe. Stehlampe für Kinder. Mehr ist leider aktuell nicht drin, Jungchen. Tut mir leid. Ich stell's da dazwischen. Nee, das ist blöd fürs Fenster. Ich stell's dir hier hin. Wir gehen einfach davon aus, dass du beim Zaubern am meisten Licht brauchst. So. Sonnenanbeterlampe. Die ist doch wunderhübsch für deine Mama. Die wird irgendwann wird die mal getauscht oder so. Nee, die ist schrecklich. Die kann man nicht nehmen. So, dann gibt es leider genau die gleiche. Die strahlt in 5 verschiedene Richtungen. Die stellen wir direkt neben... Hier, die strahlt den ganzen Raum an. Ist das nicht schön? Alle wichtigen Bereiche werden von der Lampe angestrahlt. Und leider müssen wir uns genau die gleiche auch in der Küche leisten. Für was anderes ist leider kein Geld. Die ist ja schrecklich als Lampe. Wir könnten uns... Was kosten denn 2 so Lampen, die man irgendwie
410. Ich gehe doch hier gerade voll drauf. 85 kostet das Ding. Das gibt's doch nicht. Kann ich das nach Preis sortieren? 65. Gibt's weniger als 65? 60. Weniger als 60? 55. Wer bietet weniger? 50. 40. Ja, die beleuchtet ja auch nix. 60 Wandbeleuchtung. Die ist schrecklich scheußlich. Aber sie funktioniert. Da kommt jetzt eine da oben hin und eine da. Als Alternative für alles andere. Und das Badezimmer kriegt auch genau eine Lampe. Hier. Mehr muss man nicht sehen. Und das Kind hat. Und im Flur vielleicht noch. Nee, das reicht. Mehr Lampen gibt's nicht. Jetzt hat jedes Zimmer eine Lampe. Hallo Monster, herzlich willkommen. Nee, das Haus ist riesig. Guck dir das Haus an. Das Haus ist riesig. Ich hab's nur ganz komisch geschnitten. Ich hätte die Küche einen Tick größer machen können, aber ich mag's so. Doch, doch, wir hätten fertig eingerichtet kaufen können, aber ich hab lieber selber gebaut. So, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Yalik? Varobi? Muma? Hast du Hunger? Soll ich dir was kochen? Mal gucken. Was denn hier? Freundlich zu Mike sein. Der will Cupcakes. Ich weiß aber gar nicht, ob unser Ofen funktioniert. Hups, ich bin durch die Wand gefahren. Hast du dir die neue Kommode angeguckt? Ich hätte uns ja gerne einen super CD-Player gekauft, aber jetzt haben wir so ein ganz billiges Ding. Ich glaube, ich muss die noch ein bisschen lauter stellen. Die quatschen so laut, dann muss ich so gegen die anbrüllen und dann kriege ich Ärger von oben, weil die oben schon schlafen. Stimmen sind mir zu laut. Soundeffekte machen auch so viel Lärm. Soundbenutzeroberfläche ist dieses Tschick-Tschick-Tschick-Tschick, wenn ich am Bauen bin. Guten Abend, Hamlock. Auf dem Tisch steht Obst. Ja, das ist nur Deko. Das ist viel zu teuer. Das müsste ich wegschmeißen. Friss oder stirb. Ja, also ich habe auch ein riesiges Haus gebaut, aber es ist halt ein 20.000 Euro Haus. Hast du schon mal ein Lama gesehen? Fressen Lama eigentlich Fliegen? Hast du komische Ideen? Beschäftige dich mal mit dir selbst. Ich muss jetzt einen Rechner. Warte mal. Die Dame hier muss als erstes unbedingt einen Job suchen. Bitte, bitte, bitte einen Job suchen. Job suchen. Wir brauchen Kohle. Brauchen Kohle. Technikguru. Was ist eigentlich? Sie ist doch 31 Euro die Stunde. Von 10 bis 18 Uhr ist sie nicht da. Kann eigentlich der Sohnemann alleine zu Hause bleiben oder gibt es da Ärger? Gibt es überhaupt alleinerziehende Mütter? Was soll ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni? Sie ist ja, glaube ich, Genie und Gamerin und was weiß ich was. Und guten Abend, Sir Big. Herzlich willkommen. Und Zaflu ist ja immer noch da. Wie schön. Hallo. Ich bin am Grübeln. Weil wir gesagt haben, wir machen eine alleinerziehende Mutter. Wir haben uns noch nicht überlegt, was mit dem Mann passiert ist. Ich mache jetzt die Live-Chat-Beraterin. Die Arme sitzt dann die ganze Zeit vorm Rechner. Vielleicht kann sie da ja zu Hause arbeiten. Marie ist jetzt Live-Chat-Beraterin beim Arbeitgeber Bridgeport Software. Sie beginnt am Dienstag um 10 Uhr. Ich weiß nur nicht, was mit... was mit ihrem Sohnemann passiert. Wird er dann in die Kindertagesstätte gepackt, oder? Was ist das denn? Wieso ist denn das bei ihr schief? Ach, hier ist es gar nicht schief. Das sah nur von hier oben so schief aus. Ach so, das bewegt sich mit. Das ist ja seltsam. Okay, damit man nicht den Eindruck hat, dass es voll ist, obwohl es gar nicht voll ist, wegen der Perspektive und so. Was macht der denn, der Gute? Spielen? Der Herr der Schaukel lesen. Wie gefällt euch unser Essbereich? Ich finde die Küche so schön. Ich mag diese Farben.
Die ist so einladend und warm. Nein, gefällt euch nicht, ne? Ja, wir haben gesagt, alleinerziehend, was weiß ich, Vater ist gestorben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war er krank und jetzt ist er tot. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, es ist einfach schön mit... ich wollte nicht gleich eine komplette Familie. So, Dieter arbeitet noch nicht, ne? Das heißt, wir kriegen nichts. Und was guckst du? Glücklich, Hochgefühl. Wegen erfüllter Bedürfnisse. Ein gut umsorgter Sinn ist ein glücklicher Sinn. Wie schön. Dekoriert, wegen guter Umgebung. Dekorationen sorgen für eine schöne Umgebung. Hallo Lexi, was machst denn du um 3 Uhr da? Gibt's ja gar nicht. Ja, wir haben jetzt beschlossen, Vater ist gestorben. Wie gefällt euch mein Teppich? Der schirgelt. Also der schielt, meine ich. Aber auf Bayerisch heißt das schirgeln. Ja, das ist der erste Abend, an dem ich das spielen kann, Mensch. Das muss ich voll ausnutzen. Darf ich vorstellen, das ist Marie Hapatz. Bei der Hapatz, die hat nämlich keinen Mann mehr. Und das ist ihr Sohn, bei dem ich gerade nicht mehr weiß, wie er heißt. Mike heißt er, genau. Du hast doch keine Schule, hast du es gut. So, wir können ja mal ein bisschen durch die Gegend fahren, aber ich habe gerade wieder vergessen, wie das geht. Wie kann ich denn im Ansichtsmodus durch die Gegend fahren? Genau, und dann mache ich das Ganze mit den Tasten. Ui, ich habe das gerade nicht mehr drauf, wie das geht. Ich bin gerade in den Keller gefahren, Entschuldigung. Ich muss wieder raus aus dem Modus. Ich bin falsch abgebogen. Ich konnte doch irgendwie nach oben und nach unten fahren. Ach ja, hier war das. Ich habe es vergessen, dass ich hier nach oben und nach unten fahren kann. Gucken wir mal, ob ich das nochmal hinkriege. Jetzt mag es nicht mehr nach vorne fahren. Gerade eben wollte es noch nach vorne fahren. Jetzt bewegt sich nichts mehr. Alles kaputt. Ich habe auch kein Dach mehr. Verstehe ich nicht. Jetzt kippt sich's wieder, aber nach vorne fahren wollte es nicht mehr. Na gut. Vielleicht lerne ich irgendwann mal, wie man die Kamera richtig verwendet. In Sims 3 hatte ich das Problem, dass das Spiel so geleckt hat, teilweise, dass ich die Kamera sowieso nie einsetzen konnte, so wie man das halt machen kann. Guten Abend, Cherubim und ANB4. Ja, ist wieder da. Und ja, wir spielen. Wenn ich mich nicht dauernd verfahren würde. Was freut die sich denn so, sag mal? Ist sie da wieder am Flirten? Er ist verspielt. Lustig zu sein fällt verspielten Sims leicht. Versuche am Mikrofon oder am anderen... Am Mikrofon oder bei anderen Sims ein paar Witze zu üben. Was für ein Mikrofon? Piraten und Ananas. Weil Fernsehen geschaut. Mit der von allen geliebten verrückten Zeichentricktruppe auf Erkundungstour. Okay. Der ist ja wahnsinnig happy und sie ist glücklich und er ist einfach verspielt. Guckt er immer noch fern? Boah, ich hab das nicht so drauf mit dem Rumfahren. Überhaupt nicht. Nee, ich mach nie Facecam. Ich hab so überhaupt keine Lust, mir da auch noch Gedanken machen zu müssen, wie ich aussehe, wenn ich streame. Also... Spannermodus. Nein, die Mutter arbeitet 4 Tage die Woche, oder? Die fängt am Dienstag an und arbeitet bis Samstag. Mann, wo gucke ich das nach? Telefon. Wo kann ich denn Karriereleiter? Ich habe ganz vergessen, dass wir hier ja die Bedürfnisse einblenden können. Simologie. Schnelle Lehrerin. Habe ich vergessen. Perfekt. Das ist, glaube ich, das kommt irgendwie mit sich, glaube ich, mit Krieg oder Chemie, glaube ich, kommt das. Inventar, Beziehungen, Arbeit. Hier, die arbeitet von Dienstag bis Samstag, muss die Gute arbeiten. Sonntag und Montag hat sie frei. Guten Abend, Herr, Poptit. Der Poptit. Der Pop... Ach,
Ach, jetzt habe ich es. Der Pop-Titan. Mein Chat hat das abgeschnitten. Ich habe mir gedacht, das macht doch keinen Sinn. Genau, rot markiert waren die freien Tage und jetzt sind sie hier halt grau markiert. Leistung 4 Stunden Videospiele spielen. Spielen die zusammen? Nee, der spielt alleine. Wo ist sie denn hin? Weil wenn sie 4 Stunden... Ach, die war gerade auf der Toilette. Sag mal, kannst du die Tür nicht wieder zumachen? Achso, die geht von selber zu. Kannst du bitte 4 Stunden lang Videospiele spielen? Ach, wunderbar, das machst du von selber. Ist ja super.